Freundin einen ganz klaren Gedanken hat auf einmal. Dann habe ich mir gedacht, na super, was soll ich denn jetzt mit dem Thema Geld machen? Ich bin Mentor für Potenzialentwicklung. Ich helfe den Leuten, ihre inneren Gaben nach außen zu bringen. Aber was hat das jetzt mit dem Thema Geld zu tun? Und dann hatte ich auf einmal, wie gesagt, dieses Bild vor Augen und wusste ganz genau, okay, gut, das gehört jetzt einfach in die Welt. Das muss jetzt einfach mal sein. Ne? Das Bild war eher so, ich habe gesehen, wie das ausschaut. Ich habe gesehen, wie die Webseite ausschaut, dass es ums Thema Geld geht und wen ich dazu interviewen soll. Also ein paar Leute habe ich gesehen und der Rest hat sich halt ergeben. Ne? Und das erste Gefühl war so ein bisschen Angst, weil das waren sehr, sehr große, also wirklich sehr, sehr, sehr große und sehr bekannte, erfolgreiche Leute. Teilweise auch Leute, die wirklich Millionen im Monat verdienen. Ne? Und an die auch, sag ich mal, so schwer ranzukommen ist. Mhm. Allgemeinen. Aber das war das geringste Problem bei der Erstellung des Kongresses und so weiter. Und jetzt musste ich für mich aber noch klarfinden, was hat denn das jetzt mit dem Thema Potenzialfindung zu tun? Wo kann denn derjenige sein Potenzial entwickeln? Weil ich bin kein Geldcoach und ich bin Potenzialcoach sozusagen und ich wollte jetzt nicht von meinem eigenen Thema weg. Jetzt habe ich aber sehr schnell gefühlt, also herausgefunden, dass dieses Thema Geld für jeden etwas ist, wo er wirklich sein Potenzial entwickeln kann. Die meisten Menschen gehen ja sehr, sehr schlecht mit ihrem Geld um. Wenn die so ihre Beziehung führen würden, wie sie mit dem Thema Geld umgehen würden, hätten sie nie wieder einen Partner. Ne? Die vertrauen dem Geld nicht, sie misstrauen ihm, sie behandeln es schlecht, sie verurteilen es und all solche Dinge. Ne? Das wird in der Beziehung auch nicht gut, also auch nicht gut gehen, auch nicht gut funktionieren sozusagen. Und ich habe dann gesehen, ach guck mal an, da ist ein Thema in den meisten Menschen, also in mir wahrscheinlich auch, sonst würde ich das Thema hier referieren wollen, wo wir über unsere eigenen Schatten springen müssen, wo wir uns entwickeln müssen, damit wir endlich wieder frei werden. Und da war sie schon, die Potenzialentfaltung. Die meisten, also uns Menschen, wird ja immer gesagt, in der Schule schon, dass man Geld nur dann verdient, wenn man hart arbeitet. Dass Geld begrenzt ist, dass Geld im begrenzten Maße vorhanden ist zum Beispiel. Oder dass Geld nichts wert ist, dass reiche Leute schlecht sind. Diese ganzen Klischees, die dazu führen, dass wir nicht in der Fülle leben, dass wir nicht im Reichtum leben und vor allem, dass wir diese Dinge, Reichtum, Wohlstand, finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit in unser Leben ziehen. Und da habe ich den Übergang gefunden zur Potenzialentfaltung und habe mir gedacht, okay, gut, das ist doch jetzt mal ein Thema, wo ich richtig gefordert bin, wo ich den Leuten zeigen kann, guck mal, wenn du die und die Schritte machst, mit Hilfe der Experten, dann kannst du auch dein Potenzial dahingehend entwickeln, dass du wirklich unabhängig wirst, dass du frei wirst. Ne? Und da habe ich auch den Übergang gefunden. Das war natürlich dann am Anfang auch ein bisschen schwierig zu finden, aber es hat sich halt nachher dann auch ergeben. Und wo ich mir dieser Zielbotschaft ganz klar war, worum es da geht, den Menschen das Wissen wieder an die Hand zurückzugeben, wie man Fülle in sein Leben bringt. Und nicht nur finanzielle Fülle, weil das ist nur ein Aspekt. Es geht hier um Wohlstand. Ne? Wohlstand heißt ja, dass alle Bereiche in meinem Leben wohlgeordnet sind. Beziehung, Partnerschaft, Beruf, Freizeit und so weiter, ne? Finanzen. Und vor allen Dingen auch Unabhängigkeit, so richtige Unabhängigkeit und Freiheit. Wie kriege ich diese Begriffe, wie kriege ich diese Themen in mein Leben rein? Und wie gesagt, ich habe dann auch schon einige Experten gesehen, die ich interviewen wollte. Das ging auch relativ problemlos. Wie gesagt, das Universum stand praktisch dahinter. Und ich habe in meinem Kongress wirklich sehr, sehr große Experten vor allem, zum Beispiel den Veit Lindau, den Ralf Schmitz, der Affiliate-König, die Mara Stix, den Norbert Hofer, ne, Sonja Kreier und Dr. René Moore und solche Leute, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, wirklich Millionen verdienen. Die wissen, was sie da tun. Die sind nicht schlecht. Ne? Die verdienen ihr Geld nicht durch harte Arbeit. Sondern die machen genau das, was ich den Leuten zeigen möchte, was man auch bekommen kann. Ne? Egal, ob man jetzt erfolgreich ist oder nicht, sondern dass man einfach die ersten Schritte macht. Und das war ganz, ganz wichtig. Es war am Anfang noch ein bisschen schwierig umzusetzen. Ne? Aber ich habe es halt wirklich geschafft mit den ganzen Interviews und so weiter. Das ist ein, wie sagt man, ein regelrechter Wachstumsprozess, der dort stattfindet. Ne? Das heißt, wenn ich einen Kongress mache und ein Thema referiere, dann muss ich mich ja, dann baue ich im Groben eine Webseite, ich lade Experten ein, führe mit den Interviews und stelle das Ganze nachher online fertig. So, damit ist es aber nicht getan. Die Themen, die Experten zeigen, referieren oder auch schon leben, das ist ja das, was mich anfixt sozusagen, was mich total interessiert, ne? Was vielleicht auch mein Thema ist. Und dementsprechend kann ich selber eine ganze Menge wachsen. Und mit so einem riesen Konstrukt, ich muss ja auf fremde Leute zugehen, die ich gar nicht kenne. Ich muss eine Webseite bauen und
ich muss Werbung machen für das Ganze. Vor allen Dingen muss ich mir über mein eigenes Ziel klar werden, über meine Zielgruppe. Und welche Botschaft will ich denn raussenden in die Welt? Vor allem, wo ist denn mein eigener Selbstwert? Und an welchen Stellen genau gehe ich in meine Größe rein? Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man so einen Kongress auf die Beine stellt. Wenn man auch nur eines dieser Puzzlestücke vernachlässigt, geht das ganze Konstrukt in die Hose. Das heißt, man verdient damit kein Geld, man verdient damit keine, oder man bekommt keine große E-Mail-Liste und so Sachen. Und wichtig ist, die Hauptbotschaft bei so einem Kongress ist deine Botschaft. Was will ich damit wirklich erreichen? Wie viele Menschen kann ich denn damit erreichen? Wie viele Menschen kann ich damit berühren? Die durchschnittliche Reichweite der Kongresse, die aus meiner Schule hervorgehen, sind bei 250.000. Die Reichweite ist 250.000. Die kriegt man mit einer normalen E-Mail-Liste erstmal hin. Ne? Wie gesagt, Live-Interviews waren mir ganz, ganz wichtig, dass auch wirklich eine echte Berührung stattfindet. Und das ist auch das, was auch unser Unlimited Mastermind-Schule, also der Schule, wo ich diese Ausbildung zum Kongressveranstalter anbiete, hervorgeht, dass die Leute wirklich in ihre eigene Größe gehen. Aber wie aber richtig. Nicht einfach nur eine Ausbildung machen, ihre Konstrukte hinstellen und ja, dann ist man gut. Nee, sondern dass man anfängt, an sich zu wachsen und sich das höchste Ziel steckt und nachher auch wirklich dahin kommt. Ne? Und das macht richtig Spaß. Mir macht es in dem Falle richtig Spaß, weil ich kann sehen, wie meine Schüler wachsen. Ich kann sie begleiten, ne? Dass sie die nächsten Treppchen raufsteigen. Und was im Endeffekt herauskommt, ist ein neuer Mensch. Ja? Ein neuer Mensch mit ganz klaren Zielen. Und die wissen alle ganz genau, wo sie hinwollen. Und ich weiß noch, wo ich den Kurt Tepperwein interviewt habe. Ich war bei ihm daheim. Und der gute Mann ist auch schon über 80 Jahre alt. Der hat wirklich Weisheit. Der strahlt das aus. Das ist nicht jemand, der Bücher geschrieben hat und erzählt da irgendeinen Quatsch, sondern das ist der lebt das, was er propagiert, was er geschrieben hat, worüber er Seminare gibt. Ne? Und der hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Und der hat mir noch ein paar Tipps gegeben, der hat gesagt, Michael, wenn du Wohlstand erreichen willst, dann gibt es 7 Schritte, die du tun musst. Und wenn du die tust, dann hast du in deinem ganzen Leben Wohlstand generiert. Ich habe solche Augen gekriegt und habe gedacht, okay, dann mal los. Ne? Und das ist in Interviews zu sehen. Und ich habe eines davon schon umgesetzt. Eines. Das war nicht schwer. Weil ich das die letzten Jahre auch schon propagiert habe. Und mein Leben hat sich völlig gewandelt. Das ist Wahnsinn, das ist krass. Und auch in anderen Interviews zum Beispiel, die Experten, die reden einen aus der Seele raus. Das heißt, ich habe ein Problem, ich komme damit nicht zurecht. Und der hat das schon gelöst. Und dann kriegt man sowas wie ein kostenloses Coaching. Man redet, als wenn es der beste Freund ist, der da auf der anderen Seite sitzt. Ne? Das macht einen heiden Spaß. Das, was meinen Reichtumskongress so besonders macht, ist, dass er hauptsächlich über Videobotschaften läuft. Weniger über diese ganzen E-Mails und so weiter, die man da rausschickt, sondern hauptsächlich über Videobotschaften. Ich habe zum Beispiel den ganzen Trailer als Videobotschaft gemacht. Ne? Für jeden Redner einen. Und die Leute, die sich jetzt, die kriegen von mir eine E-Mail zum Beispiel mit einem einzigen Link und da sind dann alle Interviews zu sehen, die für den Tag aktuell sind. Braucht man nur klicken, man muss nicht ewig lange suchen. Die Live-Interviews sind natürlich insofern besonders, weil, habe ich vorhin schon erwähnt, man einfach richtig, richtig berührt wird bei dem Ganzen. Weil die Leute echt sind. Ne? Weil wenn ein richtiges Interview stattfindet, dann sind doch andere Berührungspunkte da. Und das war mir ganz wichtig, vor allem auch diese Themenbereiche. Was muss ich denn tun? Wir haben übrigens in einem Interview erwähnt, eine Frage gestellt, was muss ich tun, um in 365 Tagen 1 Million Euro auf dem Konto zu haben? Wenn man sich allein schon mit der Frage beschäftigt, ne? Dann habe ich auch mal mit ein paar Gruppenmitgliedern noch referiert, was denn jetzt wirklich Freiheit, Unabhängigkeit und solche Sachen ausmacht. Wir haben eine komplette Gruppenrunde ins Leben gerufen diesmal und haben über diese Themen einfach mal in unsere Erfahrungen gesprochen. Da kommt eine ganze Menge bei rum. Ne? Weil das einfach Themen sind, über die man so im Allgemeinen gar nicht so spricht, sondern das meistens mit sich selber ausmacht. Aber ich mache das Ganze jetzt öffentlich. Ne? Ich habe auch einen Redner, der redet nicht persönlich, weil seine Bücher, die er schreibt, so brisant sind, dass man mir wahrscheinlich meine Webseite sperren würde, wenn ich ihn öffentlich zeigen würde. Und er würde dann auch keine ruhige Minute mehr verbringen. Ne? Das ist der Michael Morris. Der schreibt Bücher über das Finanzsystem und von ihm habe ich ein schriftliches Interview bekommen. Das war nicht so einfach. Aber ich habe schon beim letzten Kongress Kontakte geknüpft und so weiter und da habe ich dann halt ein schriftliches Interview bekommen, wie gesagt, und das ist einfach, was der in den, sag ich mal, in den 10 Minuten schriftlichen Interview da sagt, was der da schreibt, da schüttelt man nur noch den Kopf und dann fängt man an zu verstehen, was Geld in Wirklichkeit ist. Und was
sag ich mal, die Elite oder sonst wer oder wie man das immer nennt, mit uns macht, damit wir nicht in die Fülle kommen. Weil ich habe gesagt, dieser Kongress ist dazu da, damit wir Menschen wieder in die Fülle kommen und der Reichtum ist unser Geburtsrecht. Den holen wir uns jetzt wieder. Ne? Also, klasse. Wenn du Probleme mit dem Geld hast, egal auf welcher Ebene, scheißegal, ne? Wenn es in deinem Leben geldmäßig überhaupt nicht funktioniert oder auch wenn andere Dinge nicht funktionieren, wenn du dich nicht frei fühlst, wenn du nicht unabhängig bist, wenn du wirklich Wohlstand in deinem Leben haben willst, ne? Ich sage jetzt mal innerhalb eines Jahres, wenn du finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit wirklich genießen möchtest und das wirklich in deinem Leben greifbar erleben willst, dann melde dich hier für den Reichtumskongress an. Mein Herzensanliegen ist es nämlich, den Menschen klarzumachen, dir klarzumachen, beziehungsweise beizubringen oder vermitteln, ne, durch die ganzen Interviews, die ich mit den Experten geführt habe, dass diese Dinge machbar sind. Dass wir immer in unendlicher Fülle leben, dass Geld nicht begrenzt ist, dass Geld in unendlichem Maße vorhanden ist, dass Geld ein energetischer Aspekt ist und dass du diesen Aspekt wirklich in dein Leben bekommst. Ne, wenn du den ersten Schritt machst. Alle Experten, die ich hier interviewt habe, haben alle den ersten Schritt gemacht und den zweiten und den dritten. Und die haben es geschafft. Wir sind dran geblieben. Und wie gesagt, also mein Herzensanliegen ist es, den Menschen dieses Wissen wieder zurück an die Hand geben. Weil es wird ja nicht mal mehr in der Schule gelehrt, wie wir mit Geld umzugehen haben. Weil wir sollen ja immer klein gehalten werden. Und mein Anliegen ist es, dass damit jetzt Schluss ist, sondern dass dieses Wissen unser Geburtsrecht ist und du bekommst das komplett im Reichtumskongress zu sehen, zu hören und zu fühlen. Ich freue mich auf dich, melde dich einfach an, okay? Das ist ein ganz klares Bild, was man auf mal hat, im täglichen Tun und so weiter. Meistens im größten Stress. Und ein ganz klares Gefühl dazu. Das ist so eine Art wie, als wenn das Universum sagt, guck mal, das musst du jetzt machen, das ist wichtig. Das ist eine Vision. Wie bitte? Macht es das auch mit dir? Also bewirkt es auch was in dir? Ich meine, du halt, ne? Ganz schön viel. Die spüren das, die Leute. Und dann, da ist ja genau der Punkt, wo die Leute dann wirklich berührt werden, wenn sie in den Reichtumskongress gehen. Weil das ist ja genau das, was ich will. Ich will ja nicht nur ich berührt werden, sondern das muss ich ja über diese Botschaft nach außen tragen. Ist ja eine der Hauptbotschaften bei meinem Kongress und damit ist jetzt Schluss. Ja. Unser Geburtsrecht. Den holen wir uns jetzt wieder. Ne? Klasse. Mensch, das macht mich jetzt mal richtig neugierig gerade. Das ist eine Gänsehaut, wa? Es ist einfach auch so, dass ich mir schon, ich setze mir natürlich immer Ziele, Projekte, das muss ich auch. Ich muss auch jeden Morgen den Kurs setzen. Das habe ich übrigens vom Rao Bornhaus gelernt. Er sagt, wenn du jeden Morgen einen Kurs setzt, dann weißt du auch, wo dein Schiff hinfährt. Ne? Wenn du es nicht machst, dann stippert es irgendwo hin und irgendwann macht man auf und denkt sich, oh, da wollte ich gar nicht hin. Ne? Sondern ich kriege immer mehr Energie dadurch. Und ich für meinen Teil, ich brauche dann Pausen, um mich wieder so ein bisschen runterzufahren, ein bisschen auf Null zu kommen, damit ich nicht ausraste. Vor Glück. Ja?